Moin, moin, meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei Game Testicle. Das ist euer Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unseres Madden NFL 16 Spielerkarriere-Let's Plays mit Björn Werner für euch natürlich. Wieder heute ein interessantes Spiel hoffentlich für euch. Die Broncos sind der Gegner, 6-5 stehen die, wir stehen 7-4. Müssen ein bisschen aufpassen, weil die Jaguars, die sind uns so ein bisschen auf den Fersen. Und die nächsten Gegner heißen Broncos, Chiefs und Packers. Das sind richtige Kaliber und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es ausgeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim heutigen Gameplay. Und dann schauen wir mal, was uns so gelingt gegen die Broncos, die jetzt ja einen neuen Quarterback haben müssten. Und da sind wir auch schon im Spiel gegen die Broncos. Natürlich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze vorwärts gehen wird. Gerade muss ich noch eine kleine Pause machen, weil ich gesehen habe, dass eine Urheberrechtsverletzung reinkam. Gegen den Online-Sunday von Paddy. Von der NFL höchstpersönlich. Ja, aber das ist immer gerade dabei, das zu klären. Mann. So, jetzt kümmern wir uns hier aber um das Spiel. Hoffen natürlich, dass wir irgendwie hier einen guten Zugriff finden, dass wir die Broncos schnell ärgern können. Quarterback, wer ist Quarterback? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. 2006 auf jeden Fall jetzt. Könnte wieder ein Run werden. Wird aber der Pass. Und dann kommt der Pass auch an. Ja, schöner Wurf hier. Garoppolo ist hier Quarterback. Der Denver Broncos eigentlich ja Ersatz bei den Patriots zumindest noch. Man munkelt ja, die wollen ihn eventuell traden, weil Brady jetzt ja noch ein bisschen länger unterschrieben hat. Da, ja, wird man auf jeden Fall sehen, wohin die Reise geht. Da wird wieder der Lauf kommen. So ist es. Und dann direkt vier, fünf Leute drauf. So soll es sein. Im letzten Part gegen Matthew Stafford haben wir ja schnell einen Sack ja, setzen können. Aber mal sehen, wie das heute aussieht. Die O-Line der Broncos eigentlich nicht die beste. Eventuell haben wir da ein paar Chancen, schneller durchzukommen. Ja, und da geht es gar nicht so schlecht. Ah, sehr schön. Dritter und 14. Jetzt haben wir sie auch direkt erstmal auf Distanz gehalten. Jetzt natürlich Cover 4. Das wollen wir hier probieren, so schnell es geht. QB. Ach, Quick Adjust ist das. Ne, das wollen wir natürlich nicht. Es wird der Pass kommen. Rein da. Ja, kein First Down. Oh, komm rauf da. Und jetzt sind wir auf den Running Back gegangen. Das war ein klassischer Play-Action-Pass. Ah, Garoppolo gar nicht so schlecht an der 20. 2010. Natürlich weiterhin Druck von uns, hoffentlich. Das hat er gut gemacht. Aber wir versuchen ihn natürlich hier ein bisschen wuschig zu machen, sag ich mal. Wieder ein schneller, kurzer Pass. Aber der reicht nicht zum neuen Ersten. Muss mehr kommen. Dritter und 5. So, rauf da. Wieder guter Pass. Das ist ein neuer Erster. Mann! Die O-Line hält. Garoppolo hat hier genug Zeit, leider, um vorwärts zu kommen, um sein Team hier Stück für Stück übers Feld zu führen. Wir hoffen natürlich, dass wir das jetzt noch früh genug irgendwie unterbinden können. Jetzt kommt wieder der Lauf durch die Mitte. Jetzt wären wir mal durch gewesen. Aber hilft ja alles nichts. So, Blitz. Rauf da, wieder guter Pass. Und da, oh, beinahe die Interception. Dritter und 4. Cover to Man. Björn Werner, was machen wir? Gehen wir mal über die rechte Seite. Probieren wir hier ein bisschen Trouble zu machen. Nicht gut. First down. Ach, Mann. Jetzt müssen wir Manndeckung gegen Donald. Oh Gott. Das kann ja hier was werden. Das war jetzt mal ein Satz mit X 2010. Es gab aber auch die Flag. Deswegen bin ich mal gespannt, ey. Wie das hier weitergehen wird. So, ab in die Zonendeckung. 1. und 20. Die Broncos müssten ordentlich hier nach hinten gehen. Und dann haben wir zugelangt. Sehr schön. Das gab jetzt hier einen kleinen Raumgewinn nur, haben wir den Tackle geholt gegen den Running Back. Haben wir ziemlich gut gemacht. Denke ich 2019, es wird irgendwann natürlich der Pass kommen.
Ah, Play-Action-Pass haben wir angekündigt und der war schlecht geworfen. Sehr schön. Dritter und 19 und jetzt denke ich mal, wird hier natürlich ja, eine ordentliche Prise Zonendeckung bei rausspringen. Wieder den Pass ankündigen als Adjustment hier. Und da haben wir Garoppolo gesackt. So und nicht anders. So sieht's doch aus. So sieht's doch aus. Nummer 5 in dieser Saison. 4.39. Damit ist der Spielzug bzw. der Drive der Denver Broncos vorbei. So, ein bisschen abwarten, gucken, was passiert. Und dann drauf gehen. Schöner, freier Mann. Ach, Mann, Mann, Mann. Da braucht er sehr, sehr wenig Zeit, um den Ball zu werfen. Und das hat sich letztlich ausgezahlt. Schöner Raumgewinn. So, wieder rauf da, wieder rauf. Gut gemacht. Die Broncos stehen kurz vor der Endzone. Sind drauf und dran, hier den ersten Touchdown der Partie zu erzielen. Pinch to Dog Press, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, wir machen jetzt hier mal. Wir gehen jetzt mal durch die Mitte. Ja, der kommt an. Das ist der First Down. Das ist der Touchdown. Und damit jetzt 7-0 Führung für die Broncos. Ich habe schon geahnt. Aber gut, kann man nichts ändern. Die Broncos 91er Overall. Natürlich ein bisschen besser als wir. Vor allen Dingen sieht es auch defensiv nicht so stark aus bei uns. Die O-Line hier hält extrem gut. Irgendwie zusammen. Ja, diese ganzen Fake Calls. Das ist schon hart. Weiter Ball. Der ist incomplete. Das hat nicht gereicht. So, jetzt müssen wir mal auf die rechte Seite hier so ein bisschen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Warum wir jetzt hier stehen dürfen. Weiter Ball. Oh, wieder guter Catch. Das ist unglaublich. Also wirklich hier stellenweise richtig schön gespielt von den Broncos. Und jetzt gehen wir wieder in die Zonendeckung. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Bin ich gespannt, was es hier jetzt letztlich gibt. Ah, war das unsere Zone? Schwer zu sagen. Das ist schwer, das zu sehen, wenn man da gerade dabei ist. Da weiß man immer nicht, wie weit kann es gehen. Wie weit sollte es gehen. Da sind wir nicht unbedingt die Meister für. So, neuer erster Versuch. Jetzt sind sie natürlich dran am Two-Possession-Game. Ja, und da sind genau drei Leute schon drauf. Aber da kamen wir, glaube ich, als Letzter an. Deswegen werden wir keinen Sack bekommen. Und wir müssen jetzt komplett die Mitte dicht machen. Das wird interessant. So, zugelangt. Der Ball kam zwar an. Aber gut, konnten ihn noch gut stoppen mit unserem Hit. So, dritter und 11. Björn Werner, jetzt kommt eben. Jetzt muss der Pass kommen. Garoppolo muss jetzt hier werfen. Er muss werfen, er wirft. Kein neuer erster Versuch. Sehr schön. Timeout jetzt. Der Broncos, wir hätten vielleicht vorher selber mal Timeouts nehmen sollen. Ah, ich hasse es wirklich. Ich vergesse das immer in der Spielerkarriere. Dass man da selber Timeouts nehmen muss, das geht einfach nicht in meinen Schädel rein. So, neuer erster Versuch. 10-0 für die Broncos. Sie sind natürlich hier drauf und dran, weiterhin super Arbeit zu machen. Wir kommen schwer vorbei. Wieder ein guter Catch, wieder ein First Down. Ah, die machen einen richtig guten Job hier. Mein Team, die Broncos. Natürlich wollen wir sie ärgern. Klar. Ich meine, alles andere wäre ja lächerlich. Ich will versuchen, sie hier auseinanderzunehmen. Ich will versuchen, Garoppolo auseinanderzunehmen. Aber man kriegt es eben nicht immer hin. Zweiter und 4. Nochmal ein bisschen antizipieren, was passiert. Schöner, freier Mann. Schöner, freier Mann. Watson hat da ein bisschen auf uns aufgepasst, dass wir nicht an Garoppolo hinkommen. Sollen wir auch noch den Blitz spielen? Da bin ich mal gespannt. So, D-Line machen wir mal Crash Middle. Und da waren wir nah dran und trotzdem wieder der freie Mann. Nächster Touchdown für die Broncos. 17-0. Also jetzt brechen wir in letzter Zeit so ein bisschen auseinander hier. Gefühlt. Wir könnten jetzt den Division Platz 1 verlieren. Wir wollten ja sicher in die Playoffs, aber wir haben jetzt in den letzten Spielzeiten ja so kleinere Probleme auf jeden Fall. In der Defensive als auch in der Offensive vor allen Dingen. Aber die Offensive sieht einfach überhaupt nicht zu.
Und Andrew Luck und unsere Offensive machen weiterhin einen extrem schlechten Job. So oft wie wir hier wieder aufs Feld müssen mit 0 Punkten, das kann einfach nicht gut sein. Und das müssten die Jungs eigentlich genauso wissen. Ich weiß nicht, was da offensiv falsch läuft, aber das geht ja wohl mal gar nicht. Oh, da haben wir uns viel zu früh hingeschmissen. Schlechtes Timing von uns. Ganz, ganz schlechtes Timing. Miserabel. 2006. Und es wird natürlich wieder eine enge Partie jetzt. 1,5 Minuten noch im dritten Viertel zu spielen. Das wird jetzt eine ganz, ganz enge Nummer. Wir müssen jetzt hier wirklich versuchen, ja, alles in die Waagschale zu werfen, was wir haben. Liegen wir auf dem Boden. Dann kommt hier der Pass und dann hitten wir ihn noch zu spät. Das dürfen wir natürlich eigentlich, glaube ich, nicht. Aber gut, nochmal Hallo sagen, ne? So, 3. und 4, 38 Yards. Wieder ein schneller Ball. Der geht daneben. Wir haben natürlich jetzt, er hat gesehen, wir sind frei. Wir werden durchgekommen, er wirft das Ding. Das soll... Was spielt der jetzt hier aus? Sag mal, will der mich verarschen? Ist der komplett Banane? Was stimmt nicht mit den Sachen? Hat der Coach der Broncos irgendwas genommen oder so? Incomplete. Sag mal, was... Was? Was? Gott, ist diese Offensive miserabel. Oh Gott, ist diese Offensive miserabel. Was sollen wir denn noch machen? Wir bleiben hier stehen, gehen genau in diese Lücke rein und dann laufen wir vorbei, weil da noch einer kam. Oh, da riechst du ihn schon und dann wird's nichts. So, wieder Zonendeckung für uns. Björn Werner, Nummer 92. Darf in die Zone. Ja, und da sind die Jungs draufgegangen. So soll es doch sein. Sehr schön. So, 3. und 3. Wir verteidigen jetzt mal den Lauf. Könnte natürlich wieder teuer werden. Wird auch teuer. Nein, wird der Sack. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt nehmen wir hier mal einen Timeout. 4. und 11. Unsere Offensive lebt. Sie lebt. Die Jungs leben. Rauf da. Björn Werner wartet darauf, loszulegen. Wieder Lauf durch die Mitte. Gut gemacht. 3,5 Minuten noch. Eigentlich sollten jetzt nur noch Laufspiele, beziehungsweise ja, Laufspiele durch die Mitte kommen. Die verteidigen wir hier auch. Genau. Sehr gut gemacht. Und nächstes Timeout. 3. und 7. So, wir gehen in die Manndeckung. Weil ich mich dabei jetzt sicherer fühle hier. 3. und 7. Und der ist völlig frei in der Mitte. Die Broncos machen einen super Job. Wir kriegen Garoppolo hier nicht dahin, wo wir ihn haben wollen. Nicht ins Schwitzen. Auch wenn wir hier schon einiges gemacht haben, um ihn zu ärgern. Immerhin wieder ein Sack geholt. Aber das reicht eben am Ende des Tages bisher einfach nicht. Zwei Ballbesitz. Phasen sind wir hinten. Jetzt gehen wir in die Zone wieder. Das ist einfach nicht so unser Metier, leider. Aber da müssen wir jetzt eben versuchen, dass wir es so gut wie möglich spielen. So, rauf da. Sehr schön. 2. und 5. So, wieder Lauf durch die Mitte. Den müssen wir stoppen. Den stoppen wir. Und jetzt nehmen wir nochmal das letzte Timeout. 3. und 4. 3. und 4. Sie werden jetzt sicherlich durch die Mitte laufen. Deswegen stellen wir hier alles, was wir an Mitteln haben, in die Mitte. Wenn der Play-Action-Pass kommt, dann haben wir den Touchdown gegen uns. Nein, das ist sehr gut. So, Field-Goal-Block, 20-7 gleich. Gut, da wird nicht mehr viel passieren, da wird auch Andrew Luck nicht mehr viel machen. Und... So sieht's mal aus. 20-7 verloren hier die Partie, vermutlich leider die nächste Niederlage. Es läuft nicht so. Offensiv ist einfach auch viel zu wenig drin. Defensiv konnten wir manchmal Akzente setzen. Aber wir können das Team eben nicht zum Sieg tragen alleine derzeit. Dafür ist auch die Secondary vielleicht nicht stark genug. Guckt euch das mal an. Wir haben gerade mal 50 Rushing Yards und 80 Passing Yards. Der Gegner hat 200 Passing Yards. Also es geht einfach nicht so vorwärts, wie es vorwärts gehen soll. Das ist ärgerlich. Luck 40%. Also das ist desaströs.
Ich hoffe natürlich trotzdem, es hat euch gefallen. Würde mich wieder einen Daumen nach oben freuen. Noch ein Sack, dann kriegen wir ein paar XP. 700 oder 800, glaube ich, für die Saisonleistung schon mal. Und die 10 habe ich immer noch so ein bisschen im Blick. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein. Wir haben aber auch nur noch 4 Spiele. Das heißt, wir bräuchten jetzt mindestens in jedem Spiel ein Sack und einmal 2. Ob wir das natürlich am Ende schaffen, wird schwer. Jetzt geht's gegen die Chiefs und danach gegen die Packers. Das wären schwere Wochen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Raphael von Game Testicle HD.